Buße des Altenberger Doms findet er jährlich am zweiten Adventswochenende statt. Der traditionelle Altenberger Weihnachtsmarkt. Veranstalter ist der Verschönerungs- und Kulturverein Altenberg e.V. Der Vorsitzende des Vereins Markus Wiskirchen über dieses ganz besondere Highlight im Bergischen Land. Ja, den Altenberger Weihnachtsmarkt gibt es seit 7 Jahren jetzt. Der wird immer hier vor dem Dom aufgebaut. Er hat sich im Laufe der Jahre vergrößert. Dieses Jahr gab es auch wieder eine Erweiterung. Wir haben inzwischen 58 Aussteller. Davon sind einige Gastronomie-Aussteller und der Rest sind halt eben die gewerblichen Aussteller, die auf jedem Weihnachtsmarkt sind. Wir haben sehr viele Buden mit Schmuck, mit diesen üblichen Weihnachtsgeschenken. Aber etwas ganz Besonderes haben wir auch. Wir haben nämlich auch karitative Buden. Das sind Buden, die etwas weniger bezahlen an Standmiete und die einem karitativen Zweck verpflichtet sind. Wir haben eine palästinensische Flüchtlingshilfe, wir haben ein Zelt, was Aktionen in Paraguay betreibt und wir haben dann am anderen Ende unsere Schwedenfeueraktion, die schon überall durch die Presse gegangen ist und die für das Kinderkrankenhaus in der Amsterdamer Straße in Köln sammelt. Also es gibt ca. 5 karitative Buden und der Rest sind, denke ich, sehr hochwertige, sehr motivierte und gute Aussteller. Ganz besonders stolz auf diesen Event ist auch der Bürgermeister der Gemeinde Odenthal, Wolfgang Röske. Und da bin ich auch ehrlich gesagt ganz, ganz stolz drauf. Denn vor diesem Hintergrund, vor dem Bergischen Dom, einen derartigen Weihnachtsmarkt jedes Jahr wieder mit präsentieren zu können, das geht ja auch nur mit den entsprechenden Helferinnen und Helfern. Das heißt, hier ist es der VKA im Hintergrund, der sich das auf die Fahne geschrieben hat, über viele, viele Jahre hinweg schon, genauso etwas zu organisieren und durchzuführen. Und das eben halt am zweiten Adventswochenende jedes Jahr hinzubekommen mit eben unheimlicher Unterstützung, das finde ich ist eine tolle Sache und das ist eine Sache einer Gemeinschaftsarbeit. Das heißt, ich kann dem gesamten Team des VKAs einfach nur danken, den fleißigen Ameisen und allen weiteren Beteiligten und natürlich auch den Ausstellerinnen und Ausstellern, die genau wissen, was hier vor dem Bergischen Dom, vor dem Altenberger Dom auf sie zukommt. Nämlich ein Wochenende einer etwas doch anderen Art, nämlich kein kommerzielles Wochenende, sondern ein Wochenende, wo die Menschen hier etwas anders über einen Weihnachtsmarkt laufen als anderswo, nämlich im Schatten des Domes, etwas vielleicht melancholischer, etwas ruhiger, etwas besonderer und sich vielleicht auch der Situation bewusst sind, dass sie sich hier in einer ehemaligen Klosteranlage befinden, wo es galt, den Nächsten zu achten, den Nächsten zu sehen, den Nächsten zu lieben. Und das sind Dinge, die vor Weihnachten vielleicht auch unser Herz etwas weiter öffnen. In diesem Sinne kann ich nur sagen, finde ich es ganz toll, dass wir es auch dieses Jahr geschafft haben, wieder einmal diesen Markt auf die Beine zu stellen, der auch ein bisschen größer geworden ist. Es sind dieses Jahr ca. 12 Buden, Ausstellerbuden, muss man sagen, dazugekommen. Und trotzdem hat er seinen ursprünglichen Charakter nicht verloren, nämlich er hat seine Heimeligkeit. Und das, denke ich, verdanken wir letztendlich, dass wir hier im Schatten des Domes uns befinden. Und dass der Altenberger Weihnachtsmarkt Charakter hat, zeigt auch diese kleine Auswahl an Bildern der verschiedenen Aussteller. Kunsthandwerk, Kulinarisches, alles was die Vorweihnachtszeit stimmungsvoll begleitet. Und auch der stattliche Baum vor den Toren des Bergischen Doms hat seine eigene lokale Geschichte. Eigentlich kommt er von unserem Vater, Alfons Domes. Der ist in diesem Jahr verstorben im August. Er hat ihn gepflanzt und er wuchs hier oberhalb in Altenberg in einem Garten an seinem Haus. Als Botaniker sage ich, er ist ein besonders schön gewachsener Baum. Es ist eine Edeltanne und sie hat wirklich bis zum Boden gestanden, sodass die Äste am Grunde wieder hochgewachsen sind. Und das ist eigentlich die natürliche Wuchsform. Häufig wird ja der Grund abgeschnitten, weil darunter gemäht wird und so weiter. Also ein ganz besonders schönes Exemplar und wir freuen uns, dass er hier stehen darf. Ein weiterer Höhepunkt ist der Besuch des heiligen Nikolaus von Myra, einem der populärsten katholischen Heiligen. In Begleitung von 2 mächtigen Kaltblütern macht er auch Halt in Altenberg. Sein Namenstag am 6. Dezember ist vor allem ein Tag der Kinder, denen der heilige Nikolaus auch etwas mitgebracht hat. Ehrfürchtige und staunende Kinderaugen verfolgen aufmerksam den imposanten Besucher. Der traditionelle Altenberger Weihnachtsmarkt. Jedes Jahr am zweiten Adventswochenende am Bergischen Dom im malerischen Herzen des Bergischen Landes.